Herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play vom Spiel Seilentanta 3 mit GWX 3.0 Gold. Das ist ein Großmod für das Spiel, da komme ich gleich nicht drauf zu sprechen, was mit diesen Mods auf sich hat. Seilentanta 3 selber ist ein zugegebenermaßen etwas älteres Spiel von Ubisoft, also etwas älter heißt es, ist von 2005, das sieht man noch an der altbackenen Grafik, und behandelt einfach den U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg, also die verschiedenen Teile. Es gibt insgesamt 5 plus das vor kurzem eingestellte Seilentanta Online, wo nie wirklich was draus geworden ist. Und in den Titeln Seilentanta 2, 3 und 5 kämpfe ich auf deutscher Seite. Letzten Endes die einzigen Länder, die im großen Stil U-Boote eingesetzt haben, waren die Amis und das Deutsche Reich. Und insbesondere das Deutsche Reich aus ein paar etwas komplizierteren Gründen hat vor allem auf U-Boote gesetzt. Es wurden insgesamt knappe 1000 Stück gebaut. Ich denke mal, da komme ich gleich drauf zu sprechen, auf den historischen Kontext. Und ich selber befinde mich hier mit meinem U-45 vom Typ 7B in Königsberg. Das ist heute diese kleine russische Enklave zwischen Polen und Estland. Soweit ich weiß, ist das südlichste der baltischen Länder. Die verwechsel ich andauernd. Also falls es nicht stimmt, tut mir leid. Was aber damals noch zum Deutschen Reich gehört, also Deutschland gehört ja, glaube ich, zu den Ländern mit den variabelsten Grenzen überhaupt. Und ich denke, ich gebe jetzt zuerst schon mal Gas, einfach damit ich loskomme. Also ich befinde mich hier im Moment zum Auslaufen bei einer Probefahrt. Also ich teste nur sozusagen mein Boot. Das Ganze ist eigentlich eine ziemlich langweilige Geschichte und bringt nicht wirklich viel. Außer, dass die Besatzung von meinem Boot dabei schon etwas dazulernt. Ich habe mir gedacht, ich nehme das Ganze einfach auf, um mal ein bisschen was über Seilentanta 3 und eben meinen Mod etc. so zu erzählen. Und ja, soweit ich weiß, habe ich den Befehl im Planquadrat Alpha Oscar, beziehungsweise damals mit dem deutschen Buchstaben, mit der deutschen Buchstabiertafel Anton und Oscar, soweit ich weiß, auch 98 oder 98 zu patrouillieren, das sich hier gerade in der guten Mitte befindet. Ich kann noch mal gucken. Ja, HO 98. So. Gut. Wie ich gerade eben sagte, habe ich einen Typ 7B. Also 7 ist einfach so der Obertyp vom U-Boot. Also es gab als wichtigster eigentlich die Typen 2, 7 und 9. Vor allem der 7 war wichtig. Weil der Typ 2 einfach Beiname Einbaum, da er klein und einfach gebaut war, so eine Art Küsten-U-Boot war, also mehr was für die Ostsee, wo ich mich jetzt gerade auch befinde. Der Typ 7 trug den Beinamen Atlantikboot, weil er eben insbesondere für Einsätze hier vor den britischen Inseln gebaut wurde und war erheblich größer. Dann gab es noch den großen Typ 9, das Hochseeboot, der dann auch sehr, sehr seetüchtig war und eine auch sehr hohe Reichweite besaß. Und das B, also 7B wiederum, ist dann nochmal der Untertyp zwischen den einzelnen Typen. Also ich kann gerade zeigen, ich habe einen Typ 7B, der ist, soweit ich weiß, 66,5 Meter lang, hat etwa 750 Tonnen Verdrängung. Und ja, als direkten Vergleich befindet sich hier nämlich in der Nähe auch ein Typ 7A, den ich manuell in das Spiel eingebaut habe. Also einerseits per Mod runtergeladen, der stammt aus Seilentanta 5, das Modell für den Typ 7A. Der Mod stammt, soweit ich weiß, von Rovi 85. Und ich habe das Ganze dann manuell in die Karriere eingefügt, dass einfach auch die gemoddeten Schiffe, von denen ich noch einige mehr habe, hier unterwegs sind. So, wenn man das jetzt, na, man muss da eigentlich nebeneinander sehen, mit dem Typ 7B vergleicht, fällt die unterschiedliche Turmform auf. Also der Typ 7B hat hier hinten so eine Art Wintergarten, wurde das genannt, wo sich die Flak befand. Die ist hier beim Typ 7A auf dem Deck, ist ein kleines bisschen länger und schwerer und hat die Flutschlitze anders angeordnet, wobei das eigentlich wirklich nur eine Nebensache ist. Und der wichtigste Unterschied ist die Anordnung des Hecktorpedorohrs. Also der Typ, jede Form vom Typ 7 besaß insgesamt 5 Torpedorohre, 4 im Bug und eines im Heck. Und beim Typ 7A war es, wie man hier unschwer erkennen kann, extern angebracht und konnte somit nicht nachgeladen werden, während der Typ 7B einen vollwertigen Hecktorpedoraum besaß. Die Torpedorohrmündung erkennt man hier ein bisschen schlecht zwischen all den Luftblasen von meinen Schrauben, was ein erheblicher Fortschritt war. Der Typ 7C wiederum war dann bei gleicher Leistung wie der Typ 7B einen Spant länger, 60 cm, also 67,1 Meter lang,
und war dadurch zwar etwas langsamer, hatte aber doch die größeren Treibstoffvorräte, eine erheblich größere Reichweite. Dann gab es noch den verbesserten Typ 7C41, der ab 1943 gebaut wurde, der ein paar Veränderungen am Rumpf hatte, also eine etwas andere Bugform. Und ich meine, nochmal ein kleines Stück länger, war leichter gebaut, aber aus festeren Materialien, sodass er tiefer tauchen konnte, und hatte vor allem eine andere Turmform mit mehr Flugabwehrkanonen. Dann gab es noch den Typ 7D, das war eine Art Minenleger, also der war nochmal um 10 Meter ungefähr verlängert, um Platz für eine Minensektion zu machen. Noch den Typ 7F, die sogenannte Milchkuh, also ein Versorgungs-U-Boot oder Torpedotransporter, wie man es nennen mag. Wobei im Gegensatz zu einigen speziell gebauten Versorgungs-U-Booten konnte der auch Kampfeinsätze durchführen. Und ja, so viel zum Technischen. Dann historischer Kontext, was ich gerade eben angesprochen habe, ist einfach, dass das Deutsche Reich hauptsächlich U-Boote einsetzte. Zuerst, da es durch den Versailler Vertrag, soweit ich weiß, verboten war, eine, nee, das kann nicht sein, weil der Versailler Vertrag eigentlich ohnehin schon gebrochen wurde, da überhaupt wieder aufgerüstet wurde. Dann durch die Washingtoner, Verzeihung, Flottenbegrenzungen, soweit ich weiß, oder einen dieser Verträge war es Deutschland verboten, eine nennenswerte Flotte an Dickschiffen zu besetzen. Und das Ganze zu umgehen, wurde dann vor allem auf U-Boote gesetzt, was sich später auch als äußerst klug herausstellte. Also kleine Anekdote, kein einziges der Schlachtschiffe des Zweiten Weltkriegs, was verloren ging, also versenkt wurde, wurde in der Situation versenkt, wofür die eigentlich gebaut waren. Also einen direkten Feuerkampf mit einem weiteren Schlachtschiff. Die wurden alle entweder durch U-Boote oder Flugzeuge zerstört. Ist so eine kleine Anekdote. Also es hat sich eigentlich im Zweiten Weltkrieg schon abgezeichnet, dass das Zeitalter der sogenannten Dickschiffe, also Schlachtschiffe wie der Bismarck, schon zu Ende ist. Wobei die Schlachtschiffe, die am längsten Einsatz waren, die amerikanischen Iowa-Class-Schlachtschiffe, ja bekanntlicherweise bis 1990 eingesetzt wurden. Allerdings ein bisschen umgebaut. So, da ich den Planquadrat, den, was laber ich für einen Scheiß, den Befehl habe, einen Planquadrat AO-98 zu patrouillieren, in Anführungszeichen, gucke ich, denke ich mal, einfach, was hier an der Ausfahrt der Bucht von Hela bei Polen los ist, so rein zufällig. Also Erprobungsfahrt findet kurz vor Kriegsbeginn statt. Hier sieht man es, wir haben den 3. August 1939, also einen knappen Monat vor Kriegsbeginn, der ja bekanntlicherweise am 1. September war. Mit dem deutschen Überfall auf Polen, der getarnt war als polnischer Überfall auf Deutschland. Also eine Einheit der Wehrmacht hat ja mit irgendwie organisierten Uniformen und sonstiger Ausrüstung der polnischen Armee einen deutschen Radiosender überfallen, und als Antwort darauf wurde legendär ab 5:45 Uhr zurückgeschossen. Bis dahin ist aber noch ein bisschen hin. Was heißt, im Moment kümmere ich mich eigentlich nur darum, was ich hier so alles an Mods installiert habe, und so kann ich, denke ich mal, auch reden. Also hier sieht man beispielsweise von außen bereits den Skinpack. Also wer Silent Hunter 3 Original kennt, weiß, dass alle U-Boote einfach nur grau sind und unterhalb der Wasserlinie dunkelgrau, oberhalb etwas so hellgraumäßig. Das ist leider einer der Bugs, die ich irgendwie mit meinem ganzen Gemodde aus Versehen eingebaut habe, dieses Geflimmer, und nicht entfernt gekriegt habe. Da werde ich, kann ich gleich auch noch ein paar zeigen. Also da arbeite ich noch dran, dass die irgendwie weggehen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mache. Ich stehe auch kurz davor, das Ganze bleiben zu lassen, weil ich mit jedem Versuch, das wegzumachen, es eigentlich noch schlimmer gemacht habe. Und dank Sicherungskopien konnte ich dann doch den auch schon beschissenen Urzustand wiederherstellen. Und eben, ich habe es schon gesagt, GWX habe ich eigentlich nur als so eine Art, oder habe ich es bereits gesagt, jedenfalls habe ich GWX nur als so eine Art Provisorium, bis Living Silent Hunter 3 V6, das ist ein anderer Großmod für Silent Hunter 3, da gibt es eine ganze Menge von rauskommt, weil ich das mit den Großmods einfach mal probieren wollte, und habe mir dann gedacht, ja, GWX gefällt mir eigentlich auch so gut, mache ich mal ein Let's Play von. Was man hier auch noch an Mods sieht, ist einerseits diese Rauchfahnen, also die U-Boote von damals waren ziemliche Dreckschleudern, wobei der Abgasqualm auch ein paar nette taktische Möglichkeiten bot, wie man dem Buch das Boot entnehmen kann. Also das Buch und den Film kann ich nur sehr empfehlen. Und eben Silent Hunter 3 Original und auch ein GWX3 haben die U-Boote einfach, fahren einfach rum, haben im Gegensatz zu anderen Schiffen keine Rauchfahne. Das ändert dieser Mod, der auch so eine Art ausströmendes Wasser hier aus den Flutschlitzen liefert. Da muss ich jetzt abwarten, bis man das irgendwo sieht. Ist eigentlich einfach an der Verfolgersicht zu gucken.
gucken. Ja, einfach sobald das einfach das Wasser, was aus der zwischen den beiden Höhlen des Bootes wieder hinausläuft. Das hat man gerade eben im Dock, vielleicht ist schon aufgefallen, ganz nett gesehen. Jetzt, wo man es mal zeigen will, sieht man es natürlich nicht. Das Murphy's Law, was schief gehen kann, geht schief. Muss ich einfach einen Moment abwarten, irgendwann wird es schon kommen. Oder einfach darauf achten. Da vorne könnte es jetzt der Fall sein. Wobei es allgemein, solange das Boot steht, deutlich ausgeprägter ist, als wenn es fährt. Zumindest bei ruhigem Wetter wie jetzt. Aber egal, komme ich gleich drauf. Den Skin habe ich ja bereits erwähnt. Emblem Pack oder wie es heißt, habe ich auch installiert. Also hier sieht man so eine Art Jolly Roger, den ich an meinem Boot angebracht habe. Es gibt auch alle möglichen, also neben diesem Jolly Roger gibt es auch alle möglichen Big Tits und wie die alle heißen, etc. Wobei die mache ich nicht drauf, die sind was für die Pussys von der Luftwaffe. Also hier bei der sind wir natürlich auch historisch korrekt und die Marine kriegt dann auch etwas passendere Symbole. Also kann man mal ein paar Fotos googeln. Die U96 beispielsweise aus das Boot hat, hatte ja diesen lachenden Sägefisch. Was gab es noch alles? Kleeblätter, dann den Stier von Scapperflow von der U47, dem Boot von Günther Prien, der ja den als uneinnehmbar geltenden Hafen von Scapperflow in Nordschottland angegriffen hat. Und gab halt lauter solche Sachen der Richtung. Und apropos historische Korrektheit, möchte ich noch sagen, dass GWX an sämtlichen Schiffen historisch korrekt Hakenkreuze angebracht hat, die ich eigentlich aus politischen Gründen gerne entfernen würde, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht. Daher habe ich es einfach so gelassen und ja, mich stört es auch ein bisschen, aber ich möchte klarstellen, dass das jetzt nichts Politisches ist, dass ich das hier zeige. Ein Stück weit als Anspielung auf ja, St. Pauli habe ich deshalb auch den Jolly Roger genommen und ja, ich möchte einfach klarstellen, dass ich mit irgendwelchem rechten Gedankengut oder hier auch ja, der unterstützt ja die Nazis mit seinem Kämpfen hier absolut gar nichts zu tun haben will, bevor da irgendjemand was Falsches über mich denkt. Es ist einfach wirklich ein Fakt, dass die, also jetzt ganz ohne Technikchauvinismus, dass die deutschen U-Boote den Alliierten haushoch überlegen waren. Also die amerikanischen waren in mancher Hinsicht noch recht gut und die britischen in anderer Hinsicht, aber die deutschen U-Boote haben einfach so die guten nee, nicht Voraussetzungen, Eigenschaften kombiniert. Also was weiß ich, die amerikanischen U-Boote waren zwar riesig und hatten enorme Reichweite, brauchten aber ewig zum Tauchen und konnten auch nicht wirklich tief tauchen, während die britischen U-Boote zwar schön beweglich waren, aber eine miese Feuerleitanlage für die Torpedos hatten. Die zeige ich, denke ich mal, im zweiten Teil vom Let's Play, wenn ich dann wirklich anfange zu schießen, also bei Kriegsbeginn. Und eben, die amerikanischen U-Boote, wie ich bereits gesagt habe, waren träge und konnten nicht sehr tief tauchen. Also hier der Typ 7B, also eigentlich als Vorkriegsboot, konnte bereits 150 Meter sicher tauchen. Also da war man wirklich absolut sicher. Das war bei den meisten amerikanischen U-Booten so ungefähr die Zerstörungstauchtiefe. Und der Typ 7 benötigte auch ungefähr 25 bis 35 Sekunden zum Abtauchen. Die amerikanischen U-Boote der Gatown, Baleon, wie sie hießen, Klasse mit unter 2 Minuten. Also so viel zum Thema, ja, einfach wie so die technischen Unterschiede sind. In der Typ 21 von, also die Wunderwaffe der U-Boot-Waffe war sowieso, den lasse ich jetzt mal außen vor. Der ist mein ganz großes Ziel hier in Salentata, den am Ende auch zu erreichen, dass ich den krieg, und ich denke mal, dann werde ich darauf zu sprechen kommen, was so die Besonderheiten von dem sind. Aber sämtliche modernen U-Boot-Entwürfe basieren auf dem eigentlich. Da haben sie sich wie so um einige andere Waffen der Wehrmacht nach dem Krieg drum gezofft, denen noch davon noch irgendwelche zu ergattern. Was ich hier gerade gemacht habe, waren Zeitraffer eingestellt. Da sieht man es 64-fach einfach, da Salentata 3 in Echtzeit läuft. Und es ne entsprechend, wo will deren hin? Da steht es Kurs Nordost, beziehungsweise da sieht man noch das Schiff, wo es langfährt.
keine Ahnung, was der fort, dass Salentata 3 in Echtzeit läuft und so eine Feindfahrt mit unter 3 Monate dauern kann, kann man eben einen Zeitraffer einschalten. Weil ich logischerweise keinen Bock habe, hier 3 Monate vorm Computer zu hocken. Also manche Freaks würden das, denke ich mal, machen, aber davon wäre sowieso der Großteil der Zeit Gammelei. Kann ich eben einen Zeitraffer einschalten. Mit 64-fach Grad eben kann man sich auch denken, dass der in Zweierpotenzen läuft, also immer doppelt so schnell wie davor. Und ich selber habe da ein bisschen dran rumgedreht. Also in Original Salentata 3, also einfach unverändert und auch mit GWX unverändert, geht der bis zu 1024-fache Zeitbeschleunigung. Ich habe das Ganze ein bisschen verändert, dass es jetzt 8-mal so weit geht bis 8192-fach. Weil ich das hier gerade kaum nutzen kann, da jedes Mal, wenn ein weiteres Schiff entdeckt wird, der auf Echtzeit zurückspringt und ich somit eigentlich ständig am Plus drücken bin, damit erhöht man den. Und außerdem gibt es hier halt im etwas flachen Wasser des frischen Haffs so einiges zu berechnen, daher ruckelt das Ganze dabei auch immer ein bisschen. Und da ist dann nicht wirklich clever, den so hochzudrehen. Was man hier auch gerade sieht, ist ein weiterer Mod, den ich installiert habe. Das ist, also ich denke mal, wenn man jetzt Salentata 3, wie es ist, nicht kennt, lohnt es eigentlich nicht, das zu sagen. Aber einfach, dass das Wasser ein bisschen trüb ist und nicht so schwimmbadartig aussieht und auch immer wieder Zeug drin rumschwimmt, die man hier sieht. Und wenn ich die Kamera wieder aus dem Wasser rausziehe, hat es halt so den Eindruck, als wird Wasser dran runterlaufen. Gibt noch eine ganze Reihe anderer Mods, die ich installiert habe, allen voran Unmengen zusätzliche Schiffe. Ich denke mal, gerade auf die Schiffe komme ich so zu sprechen, wenn die mir mal über den Weg fahren. Dann auch noch ein ganz netter Mod, also es sind eigentlich Grafikverbesserungen selber, habe ich keine installiert. Einfach auch, also die jetzt in den Videos ist die Auflösung nochmal beschissener, als sie eigentlich ist, da ich die Qualität ein bisschen runtergedreht habe, damit es mit der Dateigröße nicht komplett den Rahmen sprengt. Ich habe halt vor allem lauter so Kleinigkeiten installiert, die das Ganze halt nochmal ein bisschen netter machen. Also beispielsweise hier auch diese dreidimensionalen Wolken, wenn ich dann mal nah genug rankomme, dass man so wirklich erkennt, wie es jetzt der Fall sein sollte. Also in Salentata 3, wie es ist, hat man einfach nur so eine Art Foto, was die aktuelle Landschaft hinterlegt und da sind halt die Wolken drauf. Und ich habe jetzt eben was installiert, Real Volumetric Clouds and Fog oder wie es heißt, dass halt die Wolken und Nebel auch mal so, also es einerseits so Nebelwänden gibt, wie sie Lage 2-0, am große Morgen Entfernung. manchmal auf dem Wasser liegen oder auch sonst. Ich weiß nicht, ich wohne im Schwarzwald, also bin relativ selten am Meer verständlicherweise, aber soweit ich weiß, treten die vor allem am Morgen auf. Egal. Jedenfalls halt einfach so dreidimensional animierte Wolken und Nebel zusätzlich. Was man gerade eben auch gehört hat, ist ein Soundmod nach dem Film Das Boot, der alles in allem eigentlich ganz nett ist. Also es gibt so ein bisschen Kino-Feeling, nur eben wenn ein Schiff entdeckt wurde, nervt halt dieses Fahrzeug, was man gerade eben gehört hat. Und ich muss mal gucken, ob ich das wieder entfernt kriege, weil das einfach echt auf Dauer ätzend ist. Vor allem, wenn man einem Konvoi begegnet, der dann in kurzer Zeit mit unter 50 Schiffe entdeckt und halt 50 Mal Fahrzeug, 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 Fahrzeug schreit. Eben darum probiere ich das nach Möglichkeit zu entfernen. Und eigentlich sollte mir das Boot-Mod auch die Filmmusik aus Das Boot liefern, angepasst an die aktuelle Situation. Also, was weiß ich, beim Aus, ja, gehe ich jetzt nicht drauf ein, halt einfach die Soundtracks aus Das Boot. Und leider ist das nur im Menü der Fall, was ich jetzt gerade aber nicht filmen will. So, also hier was mit GWX auch hinzukam, waren eine Menge zusätzlicher Häfen, also Königsberg, Pillau, Hela und Gotenhafen, nur um mal hier regional zu bleiben, oder Memel und lieber auch noch, gab es allesamt nicht in dieser Region, nur Danzig im Original Salentata 3. Das wird natürlich auch viel abwechslungsreicher, wenn man mehr Häfen hat, also mehr Häfen zum Einlaufen, und was für mich auch immer interessant ist, ist mehr Häfen zum Angreifen. Also an für sich war es nämlich eigentlich Aufgabe der U-Boote und ist auch so der Sinn des Spiels, dass man Geleitzüge angreift, also große Mengen an Frachtern, die die britischen Inseln versorgen, halt auch sehr gut gesichert sind. Und ja, da drin bin ich jetzt mäßig in solchen Angriffen. Also ich habe immer Schwierigkeiten, mich in eine geeignete Schussposition reinzumanövrieren, aber einfach eben jetzt Schiffe in Häfen anzugreifen, also mich in Häfen hineinzumogeln und vor allem Heil auch wieder hinaus, ist halt
muss ich jetzt echt zugeben, eine ziemlich große Stärke von mir, und daher mache ich vor allem das. Also klar, ich fahre jetzt nicht auf jeder Fahrt in einen Hafen rein, aber ich mache es immer wieder. Weil die Königsdisziplin ist, den Hafen von Gibraltar vom Atlantik aus anzugreifen. Das ist mir noch nie gelungen. Aber was weiß ich, Scapa Flow, wie ich eben sagte, der legendäre Angriff von Günther Prien, für den er so heroisiert wurde, mache ich immer wieder mal ganz gern. Also der Trick ist halt, sich da über eine der beiden seitlichen Einfahrten die Bucht rein zu mogeln. Denk mal, das mache ich auf der zweiten Feindfahrt bzw. dritten Fahrt insgesamt mit dieser Erprobungsfahrt. So was für mich inzwischen eigentlich so selbstverständlich ist, aber in Zaltan III auch nicht der Fall war, ist, dass in den Häfen selber Schiffe vorhanden sind. Also ohne das würden auch die ganzen Hafenangriffe keinen Sinn machen. Und eben fügt GWX hinzu, und das gehört, finde ich, zu den ganz, ganz wichtigen Features von dem Mod. Also einfach das jetzt. Kann man sich ja vorstellen, da ist jetzt der Hafen von Pillau an der Einfahrt ins frische Haff, wie das jetzt einfach wäre, wenn hier als einziges Schiff überhaupt nur ich unterwegs wäre mit meinem U-Boot. Das Ganze dadurch halt einerseits viel lebendiger wird und auch eben bei feindlichen Häfen ein bisschen, nee, Freiwild ist jetzt das falsche Wort, was weiß ich, Beute liefert. Eben, also ich selber habe auch ein bisschen was an den, also hier in Pillau jetzt nicht, aber wie ich gerade eben sagte, in Königsberg beispielsweise bearbeitet, was so an Schiffen dort vor Anker liegt. Also eben da den Typ 7a hinzugefügt und je nachdem einfach ein paar Sachen rausgenommen bei anderen Häfen bzw. extra eingefügt. Und ja, kann ich vielleicht mal ein Tutorial machen, wie das geht. Da muss ich mich jetzt auch beim Forum in marinesims.de bedanken, weil ich dort ziemlich viel Hilfe gekriegt habe, beispielsweise von Robi 85 oder Fairs bei solchen Sachen. Und einfach, weil ich bis vor kurzem auch keine Ahnung davon hatte und da halt mit einer Menge blöden Fragen, wie geht das, wie geht das, wie geht das, kam, und eben, jetzt bin ich schlauer. Ja, ich denke mal, wenn ich da hinten an Hela vorbeikomme, zufälligerweise, kann ich, vor allem da habe ich einige Sachen bearbeitet in Hela, kann ich dann mal zeigen, was da so Sache ist. Das kann ich hier durch die enge Durchfahrt. Das wird dann, ja, sobald ich in Land näher komme oder beziehungsweise Grund näher, also ich glaube weniger als 10 Meter Wasser unterm Kiel habe oder so, wie es gerade eben der Fall war, setzt er mir den Zeitraffer, solange das eben ist, auf 64-fache runter. Einfach das. Ansonsten, da hat man das grad, sieht man das gerade mit diesem Waterstream-Mod, von dem ich geredet habe. Jedenfalls ist halt einfach der Sinn der Sache, dass dabei auf 64-fach geht, irgendwelche Rempler und so zu vermeiden, da so ein U-Boot sehr, sehr fragil gebaut ist. Na, einfach mitunter, also klar, jetzt mit 17 Knoten, was ich gerade fahre, das sind 30 km/h, eine Kaimauer reinzurauschen, ist, denke ich mal, nicht nur für ein U-Boot blöd. Halt, die sind extrem fragil gebaut und da kann es halt eben auch schon schmerzhaft werden, wenn ich nur mal so gegen den Grund polter. Und aus dem Grund setzt es einem halt immer den Zeitraffer herunter auf 64-fach, sobald man Landnähe kommt. Ich denke mal, jetzt, wo ich hier aus dem Haft draußen bin, kann ich auch mal Tauchversuche machen. Also ich selber weiß halt, wie es geht, aber zeige ich einfach mal. Ich kann jetzt beispielsweise sagen, ich will auf Seerohrtiefe, das mache ich jetzt per Tastaturbefehl. Da könnte Auf ich auch Seerohrtiefe gehen. hier einfach auf 12 Meter drücken oder aber dem Leitenden sagen, die Zentrale machen wir höflich, ich spreche persönlich an, sagen, er soll auf Seerohrtiefe gehen. Aber eben per Tastaturbefehl geht das alles eigentlich viel schneller, meiner Meinung nach. Also Schnelltaste für die Brücke beispielsweise ist F4, aber ich könnte auch hier mich durchklicken. Also jetzt gerade geht es nicht, weil ich getaucht bin. Und eben was man hier sieht, ist der Turm. Also der Turm ist dieser kleine Aufbau auf dem Boot, wo alle möglichen Derzeitige Gerätschaften Tiefe gelagert sind. Also 1-0. die beiden Seerohre, die Antennen etc. Und auch wo der praktisch der Seerohr, nee, nicht Kopf, Kopf ist das. Seerohrkopf sind hier die
Linsen oben, halt unten die man reinguckt, wo man reinguckt. Optik ist nicht so meine Stärke. Also da ist das ist praktisch die Position fürs Angriffsseerohr und auch hier der falsche Seite. Eines der beiden Bedienpulte für den Torpedo-Zielrechner. Eben auf den komme ich im zweiten Part zu sprechen. Also wenn ich das jetzt alles erklären würde, wird es mit Sicherheit den Rahmen sprengen. Wie eben Torpedo schießen und so. Dann kann ich, denke ich mal, auch gerade einen kleinen Rundgang übers Boot machen. Also das hier ist die Zentrale. Einfach wo alles so kontrolliert wird. Also da sieht man die beiden Maschinentelegrafen, mit denen die Befehle über die Maschinenleistung an die Maschinenräume übermittelt werden. Feintiefenmesser, Grobtiefenmesser, die beiden Tiefenruderstände, die Flut- und Lenzventile, also womit die Tauchzellen angesteuert werden, werden jetzt geflutet, werden gelenzt, werden ausgeblasen, das heißt per Druckluft wird das Wasser rausgedrückt. CO2-Volumenanteilmesser, also einfach wie sauber die Luft ist, beziehungsweise wie viel Sauerstoff noch vorhanden ist. Pressluft, die braucht man beispielsweise eben die Tauchzellen auszublasen oder auch einen Täuschkörper auszustoßen. Weil ich die jetzt bei Kriegsbeginn, ich habe die beiden, das sind die beiden Kontrollstände für die Batterien, also vordere Batterien mit F. Und achterne Batterien mit A, das stimmt. Also was das da soll, frage ich mich jetzt ehrlich gesagt auch. Ist hier auch der zweite Torpedo-Zielrechner, die Navigationskarte müsste sein. Ja, das ist mein Obersteuermann. Und da hinten ist, Moment. Die beiden Geräte dort sind ein Teil von der Luftreinigungsanlage. Also da sind große Kali-Patronen. Also was Kali-Patronen genau sind, muss ich nochmal recherchieren. Jedenfalls ist der Sinn von den Dingern, das Kohlendioxid aus der Luft zu binden. Und das sind halt zwei große, die schon mal die Zeit, die man frei im Boot rumlaufen kann, verlängern. Also halt einfach, dass schon mal längere Zeit die Luft wenig in Anführungszeichen Kohlendioxid enthält, man somit frei atmen kann. Warum der Kohlendioxidgehalt und der Sauerstoffgehalt in der Luft entscheidend ist, ist nochmal eine andere komplizierte Sache. Geht aber Richtung Biologie und ich denke mal, jetzt gerade mache ich eher Technik. Eben hier sieht man halt einfach alles mögliche Proviant. Das ist jetzt milde untertrieben, wie es hier dargestellt wird. Da hing eigentlich alles voll eben mit Bananen, Würsten, Schinken etc. Weil Bananen jetzt ehrlich gesagt auch utopisch ist für die Kriegszeit. Also es hat ja an allem gemangelt. Also jetzt in der Vorkriegszeit, bei Kriegsbeginn, also der sogenannten goldenen Zeit, denke ich mal noch nicht, aber später schon. Hier sieht man nochmal zwei Bauteile der Luftreinigungsanlage. Gut, dann gehe ich, denke ich mal, zurück in den vorderen Teil der Zentrale. Hier sieht man auch ein Open Hatches Mod, oder wie das heißt. Also ist ein Teil von GWX, dass er mir, dass hier diese Kugelshots zwischen Zentrale und Funk- und Sonarraum geöffnet dargestellt werden, also dass man so durchgucken kann. In diesem Funk- und Sonarraum bin ich auch jetzt gerade, also es ist nochmal eine Sektion vom Boot, hier eben das Tauchgerät. Da hat man auch gerade gesehen, dass eben durch den Soundmod halt jetzt die Bewegung von den Besatzungsmitgliedern, wie sie sprechen, jetzt nicht mit dem Ton übereinstimmt. Das war ursprünglich schon der Fall. Also es ist jetzt eben der Funk-Sonarraum. Einfach weil man unter Wasser ja größtenteils nichts sieht und wer nicht sehen will, muss hören. Wer nicht hören will, muss fühlen. Alter Spruch. Jedenfalls halt einfach, wenn man unter Wasser nichts sieht, muss man halt hören. Und alles, was sich im Wasser bewegt, verursacht Geräusche und die kann man dann auch identifizieren. Also das ist jetzt ein Wal und das ist halt ein Schiff. Kann man dann auch wiederum am Geräusch einfach erkennen, wie schnell das läuft, ob das mit einem Kolbenmotor läuft, also wie hier die U-Boote mit einem normalen Dieselmotor oder auch einer Kolbendampfmaschine oder eben einer Dampfturbine und so. Oder aber, wie es bei mir gerade der Fall ist, da ich ja getaucht bin und dort nicht per Verbrennungsmotor fahren kann, per Elektromotor, ist dieses Summen. Die Motoren-Sounds habe ich auch geändert, kann ich gleich zeigen. Das ist eben hier der Funkraum, also im Moment ist das dann nur mein Funker, also der hat einfach nur, was mir per Funk des Funkgerätes, soweit ich weiß, das oder das müsste sein,
fängt für mich halt Funksprüche auf und sendet auch welche, die ich ihm sage, aus. Also was ein Funker macht, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Das da ist die Strom. Ich meine, da kommt der Strom aus den vorderen. Da ist der Funkensonarraum. Batterien wird praktisch ins Bordnetz eingespeist. Meine ich. Ist jetzt ohne Gewehr. Und das da ist halt der Kommandantenraum, also sozusagen mein Zimmer. Kommandant ist auch der Einzige, der den Luxus von einem eigenen Raum für sich hat. Als halt der Nachteil von deutschen U-Booten, dadurch, dass die so beweglich sind, müssen sie halt klein sein. Und das wiederum führt zum ziemlichen Komfortverzicht für die Besatzung. Also alle Mannschaftsgrade müssen sich die Kojen teilen, also halt im Wechsel schlafen oder, wie es so schön heißt, sich in den Mief des anderen legen. Und die Offiziere haben, meine ich, eine eigene Koje, der Kommandant eben sogar eine eigene Kabine, beziehungsweise halt so ein kleines Kabuff. Kann man hier mit dem, wo ist es? Da mit dem Vorhang zumachen. Also wirklich viel, wirklich ein Raum ist es auch nicht. Eben, es gibt auch einen Mod, dass man seinen Tanta 3 wie in seinen Tanta 5 das komplette Boot frei begehbar hat. Der funktioniert bei mir aber warum auch immer nur in den Dings Ausbildungsmissionen. Also wenn es gar nicht funktionieren wird, hätte ich halt sagen, dass es sich mit meiner restlichen Modsuppe nicht verträgt, aber das ist jetzt mehr als komisch. Dann kann ich jetzt mal fragen, wie viel Wasser ich noch unterm Kiel habe. Dazu ist mein Navigator zuständig. Hat Tiefe halt. unter Kiel ist 2,5. Also ich bin auf 13 Metern Wassertiefe, also Wassertiefe bezieht sich auf den Kiel vom Boot. Ich denke mal, dass das da oben keine 13 Meter sind, ist klar. Und kann ich auch ein Stück tiefer gehen mal. So. Bin ich jetzt auch überfohlen auf 25 Metern. So funktioniert halt das ganze Tauchsystem. Also ich kann jetzt hier einfach anklicken, ich will die Tiefe, ich will die Tiefe. Oder ich kann auch sagen tauchen, dann geht da einfach tiefer, sage ich Tiefe halten und die Tiefe hält er. Wobei halt bis der Falltendenz vom Boot wieder in Schweben sich ändert, dauert halt ein bisschen. Was heißt, bis man dann die Tiefe hält, geht man nochmal ein Stück tiefer. Einfach eben da Impulserhaltungssatz 750 Tonnen jetzt nicht einfach so mal ihre Richtung ändern. Gut, ich denke mal, dann tauche ich wieder auf und zwar so schnell wie es geht, eben per Ausblasen der Tauchzellen. Anblasen. Ja, jetzt wird es hier eigentlich einen hübschen Whirlpool geben werden. Alles, da sieht man auch, wie schnell das Boot in dem Fall dann steigt. Einfach da die ganze Luft jetzt halt zusätzlich zum Wasser dann auch ein Stück Luft entweicht. Aus meinen Tauchzellen, die sich beim Typ 7 im Innern des Bootes befinden. Also der Typ 7 ist als Einhüllen-U-Boot gebaut. Was heißt, als der Druckkörper nicht dieselbe Form hat wie das Außenschiff, ist, denke ich mal, einerseits per Statik zu erklären, da das Ganze eine ziemlich labbrige Konstruktion wäre. Und stattdessen ist er rund gebaut, wie man hier auch sieht, da das einfach die druckfesteste Lösung ist. Und eben Einhüllen-U-Boot heißt halt, dass sämtliche Tauchtechnik, also die Tanksen, die Wasser geflutet oder hinausgelenzt wird, um das Gewicht des Bootes zu ändern, sich im Innern des Bootes befinden. Also wenn man taucht, wird Wasser reinlaufen gelassen und dadurch wird halt das Ganze schwerer beim Einhüllen-U-Boot. Im Raum zwischen innerem und äußerem Rumpf wird dann einfach mit Seewasser geflutet, beziehungsweise dient ein Stück weit auch als Treibstofftank. Das sind diese für den Typ 7 so typischen wulstförmigen Gebilde da an der Seite. Also da befindet sich noch zusätzlicher Treibstoff drin. Ein Typ 2-Höhlen-U-Boot, wie es beispielsweise beim Typ 9 der Fall ist, heißt dann halt, dass sich diese Tauchzellen außerhalb vom Boot befinden. Und solange das Boot aufgetaucht fährt, sind diese mit Luft gefüllt, sodass das Boot also mehr Wasser verdrängt, einfach dadurch, dass jetzt der Schiffsrumpf größer ist. Und wenn es taucht, wird dann da einfach Wasser hineinströmen gelassen und dadurch ist dann nur noch der innere Teil der Druckkörper der Schiffsrumpf und wiegt dann wieder mehr, als es verdrängt und das Ganze sinkt somit hinunter. Eben
Der Typ 9 ist halt dadurch, dass er größer ist, hat er deutlich größere Treibstoffvorräte und somit auch eine größere Reichweite. Das Ganze halt um den Preis, dass er dadurch, dass er größer ist, auch ist er auch unbeweglicher und einfach auch einfacher zu entdecken. Und aus dem Grund kann ich den Typ 9 nicht so leiden. Ich fahre halt vor allem Typ 7. Ich fahre hier auch gerade auf wahnsinniger Fahrt bzw. Vollgas, da einfach so eine Erprobungsfahrt eine schnelle Sache ist und mir die Reichweite egal sein kann. Also ich kann gerade fragen, da so wie ich jetzt gerade fahre, habe ich etwa 9000 Kilometer Reichweite. Beziehungsweise warte ich, bis ich, warum auch immer, trotzdem nicht wieder die 17 Knoten erreicht. Das ist jetzt merkwürdig. Jedenfalls jetzt gerade auf höchster Fahrstufe habe ich 9000 Kilometer Reichweite. Jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Da ist irgendwas mega faul. Und eigentlich, das ist jetzt echt komisch. Und eigentlich sollte ich jetzt 7 Knoten fahren, also gerade doppelt so schnell statt 3. Aber keine Ahnung, also der Mannschaftswert, das ist dieser grüne Balken da oben vom Diesel, ist relativ gering. Vielleicht ist das der Grund dafür. Schicke ich halt mal ein. Das ist jetzt echt komisch. Na egal, wie viel Reichweite habe ich jetzt. Ja, leck. Eigentlich sollten das jetzt etwa. Entschuldigung, etwa 20.000 Kilometer sein. Also das ist jetzt, stinkt auch irgendwie nach Bug. Und ja, egal, gebe ich wieder Vollgas. Das ist komisch. 14 Knoten sind eigentlich nämlich, jetzt ist es. Jetzt stimmt's. Kann ich nochmal fragen. 7.600 Kilometer und runter auf kleinste Fahrstufe. Und ist schon wieder zu langsam, aber jetzt stimmt es auch ungefähr 19.000 Kilometer. Also es hängt auch immer ein bisschen vom Wetter ab. Weil eigentlich je ruhiger, desto größer ist die Reichweite, weil sich das Boot halt weniger in den Wellen festfährt und so. Egal, 19.000 Kilometer, also ich plane nie mehr als 15.000, dass ich einfach immer, falls ich beispielsweise einen beschädigten Treibstofftank oder so habe, dann doch noch ein paar, einfach ein bisschen eine Reserve hab. So, jetzt wollte ich nämlich eigentlich hier was, ein Hehler. Ah, jetzt. Hehler zeigen und es hängt sich auf, ja. So, jedenfalls, was ich meinte, dass ich einen Hehler geändert habe, ist halt, dass ich noch ein paar Bunker hinzugefügt habe, die man da vorne sieht. Weil es halt, meine ich, der wichtigste Hafen von Polen war, dass der auch ein bisschen entsprechend gesichert ist. Halt ein Hehler selber befinden sich auch ein paar Schiffe. Also da habe ich auch selber dran rumgebastelt, daher kann ich direkt sagen, was es ist, ohne die Flaggen zu sehen. Also das ist ein norwegisches Passagierschiff, ein lettischer Frachter, noch ein lettischer Frachter. Da, was das für eine Flagge ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die brauchen mich nicht interessieren, die sind neutral. Dann hier halt, die sind Stock dabei, die beiden Zerstörer. Große Entfernung. Die drei dicken Frachter hier habe ich auch noch hinzugefügt und ja, den da habe ich auch reingesetzt per Missionseditor. Und die Frage, wie der sonst da reingekommen sein sollte, stellt sich irgendwie schon. Also das habe ich nicht wirklich bedacht. Aber egal. Ist er halt da drin, fertig. Halt, ich habe das mit dem Bearbeiten der gescripteten Schiffe, also die hier gescriptet vorhanden sind, vor allem gemacht, da ich einfach unrealistisch wenig Luftangriffe habe. Oder halt auch so, dass es langweilig wird. An für sich waren Flugzeuge vor allem ab 1941 bzw. 1942 eine enorme Bedrohung für die U-Boote. Und ja, in Salentanta 3 kriegt man schon mal ein bisschen wenig und in GWX halt einfach gar keine Luftangriffe eigentlich. Ich hab da eine ganze Weile mit rumprobiert, bevor ich angefangen habe, das Let's Play zu machen. Und ich wurde in der ganzen Zeit, glaube ich, zweimal von einem Flugzeug angegriffen. Und ab 1944 gab es ungefähr so viele Luftangriffe pro Tag. Ich denke, man kann ich mich auch wieder auf den Rückweg nach Königsberg bzw. Kaliningrad machen. Und ja, groß was zu sagen gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, was ich auch. Ich habe noch ein paar weitere Mods bezüglich
Schaden und so an Schiffen, aber ich denke mal, die sieht man alle dann beim nächsten Teil schon früh genug. Silent Hunter 3 an sich ist eine ziemlich langwierige Sache, also es ist einfach immer ewige Gammelei, bis einmal was vor die Rohre läuft. Und ich denke mal, ich cut das alles einfach raus und zeig, mach Let's Play, wenn was Besonderes passiert. Also ich mache, denke ich mal, auch nicht von jedem Angriff von mir extra ein Let's Play, weil es sich Ganze dann doch wiederholt. Und ja, jetzt ist schlimm, ungeflimm, also. Das schwankt irgendwie auch. Mal ist es mehr, mal weniger, dann wieder gar nicht. Und ich muss noch mal zusehen, ob ich einen Weg finde, das wegzukriegen. Aber selber mache ich da nichts mehr. Es wird nur wieder schlimmer. Das sehe ich bis hierher, dass ein Passagier- und Frachtschiff ist. Also ein paar Einheiten sind so häufig in GWX oder Silent Hunter einfach, dass man die sich ziemlich schnell an die gewöhnt. Und ah nee, doch nicht. Das ist ein kleiner irgendwas kleiner Frachtermäßiges. Das Passagier- und Frachtschiff fällt da eigentlich auch rein, nur hat das halt hier einen etwas größeren Aufbau. Aus dem Winkel sind die kaum zu unterscheiden. Jedenfalls kann es mir eigentlich auch relativ egal sein. Die haben beide ungefähr 2000... Da, Trampdampfer, das ist auch so eine Art kleiner Frachter. Die haben nämlich alle etwa 2500 Tonnen Verdrängung. Und von dem her, kleiner Frachter. Ich weiß, der hat ungefähr 7 Meter Tiefgang. Das ist auch wichtig zu wissen. Zeigt sich, denke ich mal, alles bei den ersten Angriffen. Da erkläre ich das. Und ist eigentlich alles fast dasselbe. Von dem her mache ich da jetzt keinen so einen großen Unterschied. So, habe ich überhaupt einen Befehl ausgeführt? Na egal, bei GWX erhält man nämlich keine Punkte mehr für das Ausführen der Befehle, also in dem und dem und dem Quadrat patrouillieren. Halt einfach auch an den Basen abseits von Atlantik, Ostsee bzw. Mittelmeerkampagnen hinzugefügt wurden, also beispielsweise im ab 1942, glaube ich, besetzten Konstanza am Schwarzen Meer, wo ein paar Einbaum-U-Boote vom Typ 2 zerlegt per Eisenbahn hin verfrachtet wurden. Oder auch in hier ganz weit weg im fernen Osten, also ich meine Penang unter anderem, das hat ab und an mal gewechselt, also am Indischen Ozean. Und dort gibt es halt keine Planquadrate mehr, die man abpatrouillieren kann. Und haben die Entwickler von GWX halt gesagt, ja, wir sind fair, im Atlantik, wo man dann irgendwelche Quadrate hat, kriegt man keine Punkte mehr dafür. Damit es einfach überall gleich ist. Bei eben also die ich fand sowohl die Indischer Ozean als auch Schwarzmeer-Kampagne eigentlich relativ langweilig. Also ich habe beide ein bisschen angespielt und Atlantik ist mir am liebsten. Mittelmeer ist auch noch ganz nett, aber eben Atlantik ist schon so das im höchsten Spaßfaktor. So, ich denke mal, ja, was gibt's hier an Befehlen? Ich soll das Boot halt ausprobieren oder so, da einfach eine Erprobungsfahrt machen. Von dem her verdrücke ich mich jetzt auch wieder Richtung Basis. Kriegsgericht! Befehlsverweigerung. Na, scheiß drauf. So, das ist auch immer ganz gut zu wissen, wenn ich hier einen Angriff plane, dass hier Zerstörer unterwegs sind. Also Zerstörer sind wirklich meine Hauptfeinde, einfach da die so eigentlich die U-Boot-Abwehrfahrzeuge schlechthin sind. Also es klingt jetzt vielleicht wie ein Witz, aber so ein dickes Schlachtschiff wie die Bismarck ganz allein wäre mir ziemlich schutzlos ausgeliefert, wenn ich das zuerst entdecke, eine geeignete Schussposition reinkommt. Wirklich gefährlich sind für mich so kleine Sachen wie Zerstörer. Hat der angefangen auszuweichen oder? Sieht zumindest danach aus, als ob der gebremst hat, mit Ziel beschleunigt. Egal. Was auch ganz nettes an Mod ist, hier so ein Kameramod. Also eigentlich bin ich an der Brücke hier oben, also auf dem Turm, wird immer schlimmer, an einem Punkt gewisserweise festgenagelt, in den ich mich halt drehen in die unterschiedlichen Richtungen gucke. Das muss ich echt zugeben, ich habe keine Ahnung, wo ich den Mod her habe. Jedenfalls kann ich jetzt halt hier frei herumlaufen, also beispielsweise auch hinter den Wintergarten gehen oder auch am Turm runterklettern. Halt hier auf dem Deck rumlaufen, beispielsweise auch in Titanic-Manier vorne an Bug rangehen. Also ich könnte theoretisch auch jetzt so
seitlich neben dem Deck schweben, aber ich nutze es vor allem dazu. Das Einzige, was halt blöd ist, ist, dass ich hier jetzt in Schritttempo unterwegs bin. Was man davon noch sieht, sind einerseits Poller und dieses komische Korkenzieher-Gebilde. Da ist der Empfänger vom KDB, vom Kristallträber. Also das Gerät, das mein Horchgerät. Und eigentlich sollte der sich, wenn ich getaucht bin, drehen. Das ist auch eines der Features von GWX. Also ähnlich wie es meine Funkantenne da auf dem Turm macht. Nur halt einzig und allein, wenn ich getaucht bin. Weil gerade eben habe ich es nicht gezeigt, muss ich zugeben, habe ich vergessen, aber ich habe es schon ausprobiert und es funktioniert nicht. Also die ist die ganze Zeit starr. Und ja, ich habe ein paar Sachen gefunden, die bei mir mit GWX nicht ganz so funktionieren. Beispielsweise ist auch eine Form von Radarantenne, die eigentlich vorne, also vom Funkmessgerät 29, die eigentlich da vorne am Turm dran sein soll, warum auch immer da, wo die restlichen Radarantennen sind. Ich die Kamera wieder ein bisschen albern. Also hier irgendwo weiter auf der Seite. Das sieht mega albern aus. Wobei das Fumo 29 wiederum verwende ich aus ein paar speziellen Gründen quasi gar nicht. Ich denke mal, das erkläre ich auch, wenn es so weit ist. Einfach damit ich jetzt auch irgendwann mal fertig werde. So. Gut, also groß was zu sagen gibt's jetzt nimmer. Jetzt hängt's wieder, weil ich's mit Zeitraffer übertrieben hab. Hier in flachen Küstengewässern kann man eben einfach den Zeitraffer nicht so wirklich hoch einstellen. Das nervt ein bisschen. So. Jetzt kann ich, denke ich mal, schon einen kleinen Ausblick geben. Also ich, falls ich es nicht doch irgendwie schon gesagt habe, ich plane... Scheiße. Scheiß Husten. Ich plane bei Kriegsbeginn die beiden polnischen Häfen Hela und Gotenhafen anzugreifen. Also, dass ich mich reinmogel. Wobei das bei den beiden, weil ja der Zweite Weltkrieg, der Überfall auf Polen so eine Art Überraschungsangriff war, eigentlich echt kein Kunststück ist. Also da sind keinerlei Minenfelder oder Netze. Das heißt, ich muss eigentlich einfach nur tauchen, reinfahren, schießen, rausfahren. Fertig. All die beiden anzugreifen, ist echt kein Kunststück. Und in dem Bereich da ungefähr sollte eigentlich noch ein weiteres Typ 7A U-Boot sein. Das habe ich eingefügt, was dort die ganze Zeit so Tauchversuche unternimmt. Also taucht ab, taucht wieder auf, taucht ab, taucht wieder auf. Und ja, was gut möglich ist, ist, dass die... Weil die Engine von Salentanta 3 nämlich eigentlich keine KI-U-Boote zulässt, dass das dadurch einfach verschwunden ist. Also in Salentanta 3 Original gibt es gar keine KI-U-Boote, nur meins. Mit GWX gibt es halt welche, die sich wie Torpedoboote verhalten, nur halt langsamer. Ja, die KI hatten Salentanta 3 auch keine Torpedos, was heißt Torpedoboote und U-Boote sind eigentlich komplett langweilig. Und dadurch, dass sie so langsam sind, sind KI-U-Boote auch, also feindliche, ein reines Schießbude, ja, eigentlich wirklich Schießbude. Man muss halt nur darauf achten, dass man die zuerst entdeckt, weil gegen Torpedo-Abwehrmaßnahmen einleiten ist zumindest damals sehr, sehr einfach. Die sind halt einfach so eingestellt, dass sie den Kurs vom Ziel schneiden und wenn man den Kurs ändert, schneidet es den Kurs nimmer, also auf den es eingestellt ist. Das heißt, um ein Torpedo abzuwehren, muss man eigentlich nur anfangen, Schlangenlinien zu fahren. So, jetzt sind wir immerhin ungefähr 15 Stunden unterwegs gewesen insgesamt. Also gar nicht so lang wie insgesamt so lang, wie ich da patrouillieren soll. Und ja, scheiß drauf. Also immer da und da 24 Stunden patrouillieren. Und wenn man eine richtige Feindfahrt macht, also keine Überführungsfahrt, kann man muss man auch irgendwelche Befehle haben. Eben wenn man dann halt beispielsweise im Indischen Ozean die Kampagne hat, bekommt man dann halt zugewiesen als Planquadrat, was weiß ich, das Arabische Meer, Ostafrika, die Malediven und so. Aber eben es gilt nicht als Planquadrat, gilt nicht als abpatrouilliert, man kriegt dafür dann auch keine XP. Es gibt nur noch für Versenkungen bzw. Flugzeugabschüsse XP mit GWX-3.
Ja, jetzt entdeckt er wieder ein weiteres Schiff nach dem anderen. Da sieht man auch, inzwischen hat es eigentlich alle, außer das Typ 7A U-Boot, weil eben U-Boote einfach auch so gebaut sind. Die waren bis auf den Typ 21 eben, waren eigentlich alle U-Boote des Zweiten Weltkriegs reine Tauchboote. Also langsame Torpedoboote, die sich im Gefahrenfall durch Abtauchen dünne machen konnten. Ja, jetzt mache ich dann mal ein schönes Anlegemanöver. Da, jetzt hat er das U-Boot ganz zum Schluss auf 700 Meter Distanz das entdeckt. So. Ja, ne, ganz falsch. Scheiße. So. Stopp. Oh, das ist zu spät, gleich scheppert's. Bong. Ja, das gäbe jetzt schon die ersten Beulen. Also eben Rumpf jetzt. Beschädigt, Herr Kaloin! Moment, jetzt muss ich wieder nach Steuern. Entfernung. Und Scheiße. Ich habe jetzt das nächste Mal, also das lasse ich aus. Beide Maschinen AK voraus. Ohne. Klärlichen Gründen. So, und jetzt mache ich Schluss, bevor ich mich noch weiter blamier. Also normalerweise fahre ich da halt rein, sag dann da anlegen in Punkt, 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 fertig. Einfach um mir das zu sparen. Also da habe ich jetzt ein paar Beulen ins Boot reingemacht. Da sieht man es, 15% Rumpfzustand verloren, also Hitpoints verloren. Das gibt mir halt ein paar Tage extra Reparaturzeit. Und eben aus dem Grund breche ich es eigentlich immer davor ab und sage dann einfach, ich lege da an, fertig. Rückwärts einparken spare ich mir. Weil das eben nur zu solchem Ärger führt. So, kann ich jetzt auch gerade gucken. Da ein paar Tage extra nur fürs Reparieren. Was jetzt scheiße ist, ist, dass sein kann, dass noch durch die zusätzlichen Werfzeiten bereits der Kriegsbeginn um ist, wenn ich wieder auf Feindfahrt gehe. Also eventuell mache ich die Erprobungsfahrt deshalb einfach komplett neu. Was mir schon wichtig ist, dass ich dann gerade am 1. September schon den Angriff fahre. Jetzt gucke ich gerade Auszeichnungen, Medaillen, keine, nur Qualifikationen kann ich vergeben. Da kriegt der zuallererst einen Schütze. Der Wachoffizier von mir. Weil dadurch, dass der dann auf der Brücke steht, leisten gleichzeitig die Leute vorne am Geschütz der 8-8 mehr und laden somit schneller nachziehen, genauer. Keine Ahnung, was die Logik dahinter ist, aber ist halt so. Und wenn ein Offizier eine Qualifikation hat, wirkt es sich das halt erheblich stärker aus, als wenn Mart eine hat. Da gebe ich immer zuerst den Offizieren Qualifikationen. Und das sind auch immer die ersten, die ich fortbild, weil das halt den größten Effekt immer hat. Also das Mannschaftssystem von Silent Hunter 3 ist eine saukomplizierte Sache, also hier jetzt mal mit Sicherheit nicht. Ich glaube, weitere Verbesserungen am Boot kann ich noch keine anbringen. Ich könnte mir hier schon Elektro-Torpedos kaufen, das erkläre ich aber auch im zweiten Teil, was mit denen auf sich hat. Also alles betreffs Angriffe, Bewaffnung und so mache ich dann im zweiten Teil. Der folgt, sobald ich Zeit habe. Also, den fange ich dann an mit dem Angriff eben auf Helan Rotenhafen. Und eben da mache ich.